Hi, ich bin Monja. Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe vor circa 6 Wochen ein Video gepostet über platinblonde Haare. Ich habe euch Schritt für Schritt Anleitung gezeigt, wie ihr zu dem schönen Ergebnis kommt. Ja, und jetzt ist der Alltag gekommen. Der Ansatz ist wieder da. Nach dem Friseurbesuch sehen die Haare total schön aus. Circa 2 Wochen. Ich zeige euch in diesem Video, wie es weitergeht. Wie wird der Ansatz nach der Vollblondierung wieder aufgefrischt? Wie wird die Haarfarbe wieder so toll aussehen wie vor 6 Wochen? Viel Spaß! So, da sind wir wieder. Ihr seht, der Ansatz ist ungefähr 1,5 cm groß. Ihr könnt jetzt die Haarfarbe einmal sehen. So sieht es aus nach 6 Wochen. Also die Längen und Spitzen sind immer noch sehr schön hell. Nur der Ansatz ist halt wieder da und den werden wir heute auffrischen, wieder blondieren, genauso wie beim letzten Mal mit 6%. Und zum Schluss mache ich noch eine Pastellkoloration drauf, um die Haarfarbe wieder schön, auch die Längen und Spitzen wieder aufzufrischen. Auf geht's! Wichtig ist, dass ihr die Haare vom Blondieren nicht wäscht. Also wenn da eine Farbe oder Blondierung auf die Kopfhaut aufgetragen wird, bitte die Haare nicht waschen. Warum soll man die Haare nicht waschen vor der Blondierung? Weil auf der Kopfhaut befindet sich ein Fettschutzfilm und der ist von Natur aus gegeben, um die Kopfhaut vor verschiedenen Sachen zu schützen. Und ja, wenn du die Haare wäschst, muss der sich erst aufbauen. Okay. Ja? Also, verstanden eigentlich? Ja. Okay. Aufgetragen wird das genauso wie beim letzten Mal. Wir fangen hinten an und arbeiten uns nach vorne, weil da nehmen die Haare ganz schnell an, ja? Ich teile ein Scheitel von der Mitte bis zum Ohr. So, die Haare werden nach vorne gekämmt. Und jetzt wird die Blondierung wirklich nur auf den Ansatz aufgetragen, nur auf diese dunklen Stellen. So, als du hier rausgekommen bist, das war ja schon ziemlich dunkel und spät, als wir das Video gedreht haben. Wie war die erste Zeit danach, als du so ganz hell platinblond rumgelaufen bist oder die Haare so hattest? Also ich muss ehrlich sagen, ich musste mich erstmal dran gewöhnen, weil es ist halt was anderes, wenn du komplett vom Ansatz her dann eine andere Haarfarbe hast. Man sieht halt direkt komplett anders aus, finde ich. Man selber sieht sich anders. Und dann als ich morgens aufgewachsen bin, war ich auch noch so, oha. Weil dann kam auch nochmal die Länge so, dann habe ich gemerkt, wie kurz meine Haare eigentlich sind. Da waren die ja wirklich sehr, sehr kurz. Aber dann habe ich mich dran gewöhnt und fand es einfach mega geil. Weil... weiß ich nicht, ich finde helle Haare halt sowieso mega schön. Aber es war schon ein bisschen komisch. Ja. So die ersten Tage, so, wo ich so geguckt habe und dachte, sehr hell, sehr weiß. Ja. Aber ja, so. Ja, das ist schon sehr, sehr hell und weiß geworden, ne? Ja. Schon sehr nah an. Vor allem das Silbershampoo auch dann. Ja. Also du hast dann Silbershampoo benutzt, um ja, die Haarfarbe immer wieder so selber aufzufrischen, ne? Ja. Das war auch echt intensiv für Shampoo. Ja. Ja. Aber das habe ich nicht jeden Tag benutzt, weil das irgendwie auch, und das ist ja nicht so gut für die Haare, dieses intensive Shampoo. Mhm. Und durch die Blondierung wollte ich die auch ein bisschen pflegender, also pfleglicher behandeln, so. Ja, das greift die Haare schon sehr an, ne? Also klar, vom Shampoo zu Shampoo unterschiedlich. Aber wenn sie die Haare wirklich selber machen, dann greifen sie die Haarstruktur schon sehr an. Das war halt wirklich irgendwann dann grau und dann lila und so. Also es war wirklich krass. Ja. Ja, da möchte ich auch noch was zu diesem Thema sagen, mit diesen farbigen Shampoos. Es gibt Violett, also es gibt Silbershampoo, die violett aussehen. Die sind mehr für gelbe Haare.
die sind halt nicht so intensiv. Und dann gibt es auch blaue Shampoos, die sind für orangene Haare. Und das bitte nicht verwechseln. Also wenn eure Haare blond sind oder nur so einen leicht Gelbstich haben, benutzt einfach ein Shampoo, was violett aussieht. Und wenn ihr Haare schon mehr als gelb, Fanta, orange sind oder nicht so gelb, dann müsst ihr blaues Shampoo nehmen. Ja? Und wenn das zu intensiv ist, könnt ihr immer noch das violette oder blaue Shampoo mit einem normalen Shampoo mischen. Ne? So wird das dann so ein bisschen verdünnt und dann ist das nicht so intensiv. Also ich teile jetzt ungefähr einen halben Zentimeter ab. Also die Passés sind, ja, halber Zentimeter Abstand sind zwischen den Passés, die ich abteile. Die Abteilung darf nicht zu weit sein, ne? Sonst nimmt die Blondierung auch das Haar nicht an. Also immer schön schmal abteilen und es ist ziemlich einfach aufzutragen, weil man natürlich auch sieht, wo das dunkle Haar ist und wo das Blonde anfängt. Deswegen ist das ziemlich einfach, das aufzutragen. Und wie war die Reaktion von anderen Leuten, die dich gesehen haben? Also ich habe nur Positives gehört. Vor allem haben alle zu mir gesagt, dass ich aussehe wie Barbie. Also das, was du wolltest, ja? Ja, aber halt in real life, jetzt nicht so. Ne? Aber also ich habe wirklich von, also die meisten haben wirklich nur positiv, ganz viele haben mich darauf angesprochen, angeschrieben, gefragt, ob ich meine Haare gefärbt habe. Ja. Und auch meine Freundin fand es mega schön. Die meinten, das steht mir total. Obwohl ich so weiß bin, obwohl ich so hell bin. Ja. Kannst du dich ein bisschen drehen, dass ich dich auch hier zeige? So, guck mal. Also jetzt habe ich bis hierhin das aufgetragen. So. Ich habe einen Scheitel gemacht, von der Mitte bis zu dem Ohr. Und dann habe ich noch einen Mittelscheitel gezogen, also von der Mitte vom Kopf bis zum Nacken. Und so habe ich zwei Passés und dann habe ich halt besseren Überblick, wie ich das auftrage. Und dann geht das auch schneller. Auch wenn man denkt, das Abteilen, das ist so aufwendig. Aber am Ende hat man nur mehr Übersicht und Überblick gewonnen, wenn man Haare abteilt. Ja, und wie ist das mit der Pflege gewesen? Ja, also ich habe hier noch wieder meine Kur gemacht. Und habe halt auch, wie gesagt, andere Shampoos verwendet. Ja. Dann, weil dieses Silbershampoo, das ist halt so stark und so, und da habe ich wirklich auch gemerkt, dass meine Haare, wenn ich das jeden Tag verwendet hätte, immer nicht mehr da wäre. Ja. Und dann habe ich halt auch so ein ganz normal anderes Shampoo verwendet. Ja. Und Öl, Haaröl. Mhm. Das Haaröl, ne? Mhm. Das, was ich dir jetzt gegeben habe, das ist auch ganz kurz gut, ne? Mhm. Hast du das noch hier? Kann ich das kaufen? Ja. Echt? Mhm. Hast du noch welches hier? Ja. Guck mal ein bisschen nach unten jetzt. So, schau mal, ich teile das einmal so ab. Und guck mal, wie toll man sieht, wo dunkel ist und wo blond anfängt. Also der Ansatz wird wirklich nur bis hier aufgetragen. Durch diese Mischung 1:1,5, was ich gesagt habe, also 40 Gramm Blondierung und 60 Milliliter 6%, ist das so eine schöne Konsistenz, das lässt sich super auftragen. Also ist nicht gut, wenn das zu dick ist oder zu dünnflüssig. Es muss schon so eine schöne cremige Konsistenz haben. Ist alles okay mit dem Kopfhaut? Brennt ein bisschen, aber ist ja normal. Bisschen. Mhm. Ja. Also nicht so sehr unfördernd. Also wenn es ein bisschen brennt, ist halt oft so, aber das hört auf. Wenn das nicht aufhört und normalerweise sendet der Körper auch Signale, dass er das nicht will, dann... Es juckt halt ein bisschen, finde ich. Ich finde, es juckt. An diesen unten? Unten. Mhm. Also da in dem Bereich oben gar nicht. Also da sind wir auch noch nicht, aber... Ja. Ja, es ist oft so, dass das genau an den Konturen, ne, empfindlich ist, die Haut. Oder wenn du offene Stellen am Kopf hast.
Das gibt es ja auch, wenn man sich zum Beispiel gekratzt hat oder irgendwie verletzt hat und da offene Stellen sind, dann kann das ja auch schon an die Kopf sagen. Aua. Aua, aua. Würdest du das jetzt ausspülen wollen? Auf gar keinen Fall. Siehst du. Und wenn das wirklich so ist, dass man sagt, ich will ausspülen, dann hat der Körper schon die richtigen Signale gesendet. Normalerweise denkt man, oh, es juckt, aber ich lasse was noch. Aber wenn dem nicht so sein sollte, dann sollte man wirklich ausspülen, ne? Ja. Guck mal, jetzt kann man schon sehen, dass die Haare jetzt schon auf dem guten Weg sind, hell zu werden. Die sind jetzt schon hell, so schnell nimmt das an, weil am Ansatz ist ja die Naturfarbe gekommen und deswegen nimmt die Blondierung super schnell an. Das ist ja das Schöne. Wenn man nur ansetzt, ja. Da muss man nicht so durchschwitzen wie beim letzten Mal. Jetzt kommt diese vordere Partie und dann sind wir auch schon fertig. Und sind das auch ohne Abteilung? Nein. Das wird halt kein sauberes Ergebnis sein und es gibt Flecken und danach versucht man das auszugleichen. Also dann hat man einfach danach die Arbeit. Also es ist total wichtig, dass die Haare abgeteilt werden, damit später wirklich alles schön hell ist und sauber ist. Und ja, wie teilt man ab? Also wie ich eben schon gemacht habe, Mittelscheitel, du kannst auch Mittelscheitel nehmen. Am besten funktioniert diese Kreuzscheiteltechnik, also von der Stirn bis zum Nacken und vom Ohr zu Ohr. Und dann so wie ich jetzt gemacht habe, ich habe das diagonal abgeteilt, man kann das aber auch so abteilen nach unten. Ich benutze dazu die Seite von dem Pinsel. Zeige ich gleich mal. So. Und dann ist es so, als ob ich wirklich auf der Kopfhaut, du spürst das, ne? Mhm. Ich gehe richtig auf der Kopfhaut entlang, ziehe einmal und dann nehme ich die Haare auseinander. Das ist abgeteilt. Man kann das aber auch trocken üben, ne? Also ohne Farbe, ein paar Mal üben, wie die Haare abgeteilt werden. Also 40 Gramm hat nicht gereicht. Ich werde noch wie viel mische ich jetzt nach? Ich mische noch mal 15 Gramm nach. Ne? 15 Gramm von der Blondierung und den Rest muss ich da. Wie lange muss es dann einwirken? Je nachdem. Also die Blondierung kann ungefähr 40 Minuten auf den Haaren bleiben. Ich weiß es nicht. Das Haar hat schon gut angenommen. Wir schauen mal, wie lange das bleibt. Also immer wieder zwischendurch kontrollieren. Ne? Also wie sieht das Haar aus, wie fühlt sich das an, das ist ganz wichtig. Also die Blondierung nicht aus den Augen verlieren. Wichtig ist, dass die Blondierung auch schön an den kurzen Poren aufgetragen wird. Man kann es nicht vermeiden, dass das auch auf der Haut ist, weil da sind so feine Härchen und die müssen ja auch abgedeckt werden. Die Blondierung könnt ihr ruhig so ein bisschen auseinandernehmen, ne? Dass da kein Wärmestau entsteht. So ein bisschen, ja, dass überall die Luft reinkommt, so ein bisschen aus. Hast du das schon überall verteilt? Also jetzt nur noch die Seite. Ich meine, auf der Seite ist alles bedeckt. Ja. Woher weißt du das? Weil man, dass du wirklich alles durchtrennt hast, das hatte ich vielleicht noch einen 1 mm oder so nicht. Nee, genau. Also das wird dünn abgeteilt und dick aufgetragen. Und dann kannst du davon ausgehen, ne? Du hast doch irgendeine. Ich bin jetzt fast fertig. So schnell geht das. Für Blondieren war es das. Mehr wird nicht blondiert, also es wird nicht in die Längen und Spitzen durchgezogen, denn das Haar ist ja hell genug.
Was ist das für eine Strähne? Guck mal. Wo ist dein Baby her? So, wieder auflockern. Und ja, das war's. Die Blondierung. Das sieht zwar noch dunkel aus. Ja, das dauert ein bisschen, bis das an ist. Ich meine, als wäre da noch nichts Blondes. Nein. Ich werde das noch einmal kontrollieren gleich, ob alles eingefärbt ist. Das könnt ihr auch machen. Noch einmal gucken, ob soweit alles in Ordnung ist. Das sieht richtig toll aus jetzt, weil ja, das Haar nimmt super schnell an. Ich bin jetzt fertig mit Auftragen. Das wird jetzt anwirken und nach dem Ausspülen sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben die Blondierung ausgespült. Die war ungefähr 25 Minuten drauf. Das hat super angenommen. Und ich habe die Pastellkoloration schon zusammengemischt. Letztes Mal haben wir so ein kühles silbernes Farbton genommen. Und heute machen wir das so auch kühl, aber so leicht ins Rosa geht das. Ja, und das habe ich jetzt schon mal zusammengemischt und jetzt trage ich das auf. So sieht das Haar aus, wenn das blondiert ist. So, es hat richtig schön angenommen, es ist sehr schön hell. So, die Haare werden einmal durchgekämmt oder durchgebürstet. Ich kann schon mal ganz gut sehen, dass der Ansatz sich sehr gut zu der anderen Farbe anpasst. Ich fange auch wieder unten an, ne, aufzutragen, so wie in dem letzten Video. Dann arbeite ich mich nach oben. Also immer schön aufemulgieren, ganz zum Schluss durchkämmen und dann bleibt das ungefähr 15 Minuten drauf. Ja? Ja, die Pastellkoloration war 15 Minuten drauf. Wir haben das ausgespült und jetzt gibt es das Ergebnis zu sehen. Föhn. Ihr könnt die Haarfarbe jetzt im Trockenzustand sehen. Es sieht ein bisschen anders aus als letztes Mal. Das wollten wir auch. Und ja, ich finde, das sieht richtig, richtig schön mega aus. Schön gesund, ja. Und glänzend. Und so frisch. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat und eine Hilfe für euch war, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du nichts verpassen möchtest und mehr von mir sehen möchtest und von meiner Arbeit, sei mein Abonnent, sei dabei. Bis demnächst, bis der Ansatz wieder da ist.